Sie schwitzt und hüpft sich zum Wunschgewicht. Sarah steht schon morgens um 10 auf dem Mini-Trampolin beim Jump Fitness. So wie jetzt in diesem Fitnesswahn, so war ich noch nie. Nee, ich merke, dass die Kilos runtergehen und ich habe mein Ziel, was ich definitiv erreichen will. Was treibt Sarah so an? Will sie es ihren Hatern zeigen, die immer auf ihre Figur rumhacken? So, dann denke ich natürlich schon, ja, so, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es erreicht. Sarah Lombardi trainiert fast jeden zweiten Tag im Fitnessstudio Just Fit. Hier bringt sie gerade Alessio zur Kinderbetreuung. Das bedeutet aber auch, sie kommt meist schon durchgeschwitzt an. Man kommt hier an mit 1000 Taschen, dann muss man vorher noch Brote schnell machen, damit er auch hier was zum Essen hat. Und dann hat er mir im Auto noch meine ganze Trainingstasche auseinandergeräumt und mein ganzes Shampoo da ausgeleert. Der Kleine ist versorgt und Sarah stemmt Gewichte, holt sich Tipps vom Personal Trainer. Sie zieht ihr Sportprogramm durch. Schon seit Alessios Geburt vor 2 Jahren kämpft sie ja hartnäckig gegen ein paar Pfunde zu viel. Ich habe auch echt dann Diäten ausprobiert und versucht einmal zu hungern, dann doch nicht zu hungern. Dann verschiedene Programme und irgendwie, mein Stoffwechsel hat einfach noch nicht reagiert. Hinzu kommt, für ihre Figur musste sie schon oft fiese Kommentare einstecken. Dann hatte ich irgendwie ein Kleid an oder so und dann hieß es, mein Gott, du kannst das Kleid doch gar nicht tragen, du bist viel zu fett. Das tut natürlich weh. Jetzt aber zeigt das Training endlich Wirkung. Die ersten Pfunde purzeln. Und dann auf einmal, dann funktioniert es halt. Ne? Und ich glaube, das hat wahrscheinlich schon ganz viel mit dem, was drumherum so passiert bei mir gerade, zu tun. Aber ich glaube, wenn man auf einmal so den ersten Sprung geschafft hat, dann geht es auch viel schneller. Sarah wiegt jetzt 54 Kilo, ist aber noch nicht ganz zufrieden. Also es ist noch ein bisschen was da, aber es wird weniger. Sarah ist motiviert, auch weil privat ein wenig Ruhe eingekehrt ist. Sie und Petro gehen mittlerweile freundschaftlich miteinander um. Es hat auch sehr lange gebraucht, bis sich das erstmal so eingespielt hat. Am Anfang war natürlich sehr viel Wut und Hass und alles da mit im Spiel. Aber jetzt mittlerweile hat sich das ganz gut ausgeklungen und jetzt funktioniert das auch. Alles natürlich vor allem ihrem Sohn Alessio zuliebe. Er hat seinen Papa und er hat seine Mama. Die wohnen jetzt halt nicht mehr zusammen und die geben sich auch keinen Kuss mehr oder lieben sich. Aber trotzdem hat er beide. Er hat auf der einen Hand seine Mama, an der anderen seinen Papa. Und ich glaube, das ist ihm wichtig, dass wir beide trotzdem glücklich sind. Und passend dazu zeigt uns Sarah ihr neues Tattoo. Eine Lebensblume, die steht für einen Neuanfang. Und den hat sie beim Sport schon mal super geschafft.